Als erstes brauchst du die Vorlage, die du dir auf meiner Webseite runterladen kannst. Dann dünnes Papier, das kann Faltpapier sein oder Geschenkpapier, eignet sich auch sehr gut. Außerdem brauchst du noch normales Tonpapier und so ganz normale Bastelsachen. Zum Schneiden der Streifen kannst du dich dann für verschiedene Varianten entscheiden. Entweder du schneidest sie mit einem Cutter, mit dem Rollschneider oder mit der Schere. Natürlich brauchst du dazu auch noch eine Schneideunterlage und ein Geodreieck. Wir beginnen damit, dass wir die Streifen schneiden. Dazu legst du das Geodreieck so an, dass du 2 cm breite Streifen zurechtschneiden kannst. Hier einmal mit dem Rollschneider, zweimal mit dem Rollschneider. Genau, dann die ganz normale Möglichkeit, dass du dir mit einem Bleistift die 2 cm anzeichnest und mit der Schere abschneidest. Und meine persönliche Lieblingsmöglichkeit ist mit dem Cuttermesser oder Teppichmesser oder Skalpell, wie man auch sagt. Genau, und da schneidest du dir jetzt 7 Streifen von jeder Farbe ab. Du hast 3 verschiedene Farben und davon jeweils 7 Streifen. Diese müssen jetzt zur Mitte gefaltet werden. Das kannst du, wie hier zu sehen, entweder einfach so machen. Oder du kannst die Streifen vorher falzen. Dazu kannst du entweder das Skalpell mit der stumpfen Rückseite benutzen. Dann geht das recht schön zu falten. Oder du falzt mit einem spitzen Bleistift. Das geht genauso gut. Alle Streifen müssen gefalzt und gefaltet werden. Und jetzt bereiten wir uns die Karte vor. Dazu nimmst du ein Tonpapier und teilst es einmal in der Mitte, sodass du das typische Kartenformat von DIN A6 bekommst. Dann brauchst du als nächstes die Vorlage. Diese schneidest du dir aus und überträgst sie auf die Vorderseite der Karte. Rechts und links sollte ein Fingerbreit Abstand sein, oben und unten kann variieren, muss aber auch mindestens ein Fingerbreit sein. Dann zeichnest du dir die Form nach. Und schneidest diese mit einer Silhouettenschere aus. Jetzt musst du die Vorlage mit den ganzen Linien und Zahlen unterlegen. Schau, dass es möglichst am Rand so gleichmäßig wie möglich ist. Und wir stecken uns die Vorlage jetzt auf der Karte einfach mit Büroklammern fest, dass das nicht verrutschen kann. Wenn die Kanten nicht genau stimmen, ist das nicht so wichtig. Jetzt kommt der kniffligste Teil. Und zwar streichst du jetzt neben der Nummer 1 rechts und links mit Kleber ein, nimmst dir den ersten Streifen und klebst ihn auf. Dabei ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass er nicht über die mittlere Faltlinie drüber geht, genau an der Kante abschließt und dass die Faltkante des Streifens zur Mitte des Eis hin zeigt. Dann drehst du dir die Karte so, dass du die Nummer 2 vor dir hast. Da wird auch wieder an den Seiten mit Kleber eingestrichen und jetzt habe ich hier weiße Streifen verwendet. Auch wieder entsprechend zuschneiden und darauf achten, dass es nicht übersteht und die geschlossene Kante zur Mitte des Eis schaut. Jetzt drehen wir es uns so rum hin, dass wir die Nummer 3 bei uns haben. Wieder mit Kleber einstreichen und jetzt klebe ich einen pinkfarbenen Streifen auf. Und wieder abschneiden. Jetzt geht es weiter bei der Nummer 4. Da habe ich jetzt wieder das Geschenkpapier. Streifen wieder an der passenden Länge abschneiden und aufkleben. Wichtig ist also immer darauf zu achten, dass die geschlossene Faltkante oder Bugkante nach innen zum Ei schaut. Da
damit das nachher alles schön ordentlich ausschaut und dass die Streifen nicht über die Faltlinie der Karte hinausschauen oder über die Kanten der Karte. Reste der Streifen brauchst du nicht wegschmeißen, denn die kannst du verwenden, denn die Streifen werden ja nach innen hin zum Ei, zur Eimitte hin immer kleiner. Genau, und so machst du jetzt immer weiter. Was noch wichtig zu beachten ist, du darfst ins Innere, also auf die Vorlage, keinen Kleber bekommen. Weil wenn du das später abnimmst und du hast dann da irgendwo Klebereste oder Vorlagenreste dran, das schaut dann nicht schön aus. Genau, und so machst du jetzt immer weiter, bis du schließlich auf der Rückseite fertig bist. Da könntest du es jetzt zusätzlich noch mit Tesa befestigen, wenn du es notwendig hältst. Und jetzt über das mittlere Loch klebe ich jetzt einfach nochmal einen Streifen über. Wichtig ist hierbei, dass die Mitte klebefrei bleibt, denn das soll ja nicht der Kleber zu sehen sein, sondern nur das grüne Tonpapier. Das ein bisschen antrocknen lassen. Dann kann man die Vorlage abnehmen. Das solltest du auch recht bald machen, damit sich das ja nicht festkleben kann. Genau, so schaut es jetzt von der Vorderseite aus. Die Rückseite müssen wir jetzt noch verstecken, weil die ist ja natürlich nicht besonders schön. Dazu nehme ich einfach nochmal passendes Tonpapier, streiche das ganz kräftig mit Kleber ein und klebe das jetzt hier auf dieses Kuddelmuddel auf. Genau, dann schaut es von beiden Seiten schön aus. Da sieht man jetzt, dass es noch nicht richtig hält. Da gibt es jetzt einen kleinen Trick. Wir nehmen einfach ein bisschen Kleber mit dem Bleistift auf und streichen den jetzt in diese Lücke hinein, damit es auch ganz geschlossen wird. Jetzt muss die Karte gepresst werden unter mehreren Büchern. Den Bleistift spitzen wir jetzt einfach noch, dass er wieder richtig sauber ist. Und dann können wir unsere Karte verzieren. Das kannst du mit Holzfarbstiften, mit Filzstiften machen, mit Glitzerstiften. Da bist du völlig frei und deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst natürlich auch was draufschreiben. Oder wie ich was draufkleben. Ich habe hier so einen Filzschmetterling genommen. Und einen Glitzerstein. Genau, so schaut jetzt meine fertige Karte aus. Ich habe mit Pink noch so kleine Akzente drauf gemalt. Innen drin kannst du sie natürlich beschriften. Dann diese Karte ist jetzt nur mit dünnem Kopierpapier gemacht. Und das ist eine weitere Variante. Und zwar wird da immer eine Runde mit der gleichen Farbe gemacht. Also Nummer 1, 2 und 3 in Orange, 3, 4, 5 und 6 in Gelb und so weiter. Dadurch schaut das Ganze dann nochmal ein bisschen anders aus. Ich habe das noch in Eierform zugeschnitten und einen Aufhänger dran gemacht. Und dann kann man es auch so verwenden. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Selbermachen.